Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Inzwischen ist es wieder soweit, dass ich Let's Plays machen möchte und auch will. Denn ich habe mehrere Anfragen gekriegt. Mach doch mal ein Let's Play. Einmal für einen IFA-Flug mit der 737 von PMDG. Und zeig doch mal bitte den Start aus dem Cold and Dark Modus. Nun habe ich mir gedacht, na gut, dann machst du es jetzt endlich. Denn bald ist ja Urlaubszeit, ich bin da natürlich auch nicht mehr anwesend und dachte mir, jetzt ist das höchste Eisenbahn. So, meine Framerate ist gerade urisch im Keller aufgrund des Wetters, aber das soll uns nicht daran hindern, denn wir wollen ja uns heute erstmal nur auf dem Boden bewegen, sprich die Maschine so weit hinzubekommen, dass sie startklar ist und wir uns denn in einem anderen Tutorial einem IFA-Flug zuwidmen können. Genau. So, wir befinden uns jetzt natürlich in einer Boeing 737-600 von PMDG. Alles ist duster. Ich habe vorher den Cold and Dark Modus geladen. Man sieht es hier, das FMC ist natürlich noch da. Schauen wir uns mal das eben fix an. Wird jetzt auch größer. Jo. So, für die ganz Blinden natürlich völlig räudig, aber alles schick. So, dafür gehen wir dann auf PMDG Setup und auf State Load, wo wir dann hier NGX Cold and Dark Modus kriegen. Den aktivieren wir und bestätigen ihn natürlich am Ende dann mit Exec. Die leuchtet hier, der kleine Balken. Ist bei mir schon geschehen, da ich es ja drin habe, brauchen wir es natürlich nicht machen. Denn im reellen oder im normalen Modus, wenn wir das Flugzeug aufrufen und starten, ist alles soweit bereit, die Triebwerke laufen, er macht seinen Check, der dauert 15 Sekunden und dann könnten wir im Prinzip laden und Flugplan eingeben und dann starten. Das machen wir aber nicht, weil wir befinden uns komplett im Modus, wo die Maschine abgeschaltet ist, daher alles duster in der Kiste. So, fangen wir jetzt einfach erstmal an. Ich gehe mal nach außen einmal, hier sehen wir es, die 737-600. Allerdings amüsanterweise hat sie die Beschriftung der 737-500 mit Erkennung Greifswald. Ich habe sie mir extra ausgesucht, weil in meiner jetzigen Situation fand ich es eigentlich ganz fetzig, da ich die gefunden habe, denn Greifswald ist meine zweite Heimatstadt und wo ich auch zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich den meisten Beistand oder besser gesagt die meiste Unterstützung kriege, dachte ich mir, nehmen wir sie einfach mal. Gut, der Eurovision Song Contest, das Ding ist natürlich Geschichte, aber die alte Werbung bleibt ja drauf, das ist ja bekannt. Ich habe ja auch damals eine Air Berlin genommen mit dem Weihnachtsmann drauf, der auch nicht mehr top aktuell war. So, wir befinden uns wie gesagt im Münster Osnabrück am Flughafen mit der Kennung EDDG. Könnte man vielleicht später auch nochmal ein Let's Play machen und den Flughafen kurz vorstellen. Aber so weit sind wir noch nicht. So, AES habe ich natürlich auch drin, man sieht es. Das Gate ist rangefahren, die Treppen sind da, sind auch fetzig beleuchtet, die Paket-Jollis mit ihren zwei Paketförderbändern sitzen da langweilig im strömenden Regen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wir werden uns erstmal in die warme, lauschige Kabine bewegen, wo natürlich alles nach wie vor duster ist. Und da laufen wir natürlich auch logischerweise nach Checklist vor. Es gewittert ein wenig, wenn wir jetzt FS Passengers machen, würde es natürlich Bonuspunkte geben, da die Passagiere eine Höllenangst haben, wenn Egon in die Luft steigt, ein bisschen angenervt ist und es Gewitter ist, dann haben wir einen Jackpot. So. Aber das ist nicht dem, weil wir müssen erstmal überhaupt dafür sorgen, dass sie einsteigen können und auch ein wenig Licht am Start haben. Als erstes checken wir erstmal, wie der Stand der Dinge ist, alles dunkel. Feuerlöscher, das habe ich gesehen, das ist auch gut. Der ist bestimmt schon 20 Jahre abgelaufen, aber das macht nichts. Boeing brennt uns nicht unterm Hintern weg. So. Ich bitte das Rucken etwas zu entschuldigen, aber bei Gewitter mag die Kiste nun überhaupt nicht mehr laufen und die Framerate sackt ein wenig ab aufgrund der schauen Wolkenkombination. Und ich habe auch mein Traffic drauf, aber ich glaube, das werde ich auch demnächst wieder abschalten, denn das reißt mir die Frame richtig in den Keller. So, jetzt sind wir natürlich erstmal im Cockpit. Wir schauen jetzt erstmal, ob die Parking Brake gezogen ist, wenn wir uns runtergeruckt haben. Man sieht nicht viel, aber wir sehen was. Ich zoome mal runter. Ich muss
bloß mal schauen. Ich habe ja, wie gesagt, S-Dock, da kann ich das alles so ein bisschen... Nein, das war er nicht. Da ist er. Die Parking Brake ist noch nicht gezogen, doch war gezogen. Ist on. Ist natürlich entscheidend. Jetzt sorgen wir erstmal dafür, dass es in der Schluppe Licht gibt. Nein, wir brauchen natürlich keine Kerzen anzünden. Wir machen das über die Batterie. Die Batterie sehen wir hier natürlich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, ich sollte mal an meinem Schreibtisch das Licht ausmachen. Dann sehe ich auch wieder ein bisschen mehr. Ah, schau ihn an. Ich sehe auch was. Und da sehe ich die Emergency Lights. Gucken wir ein wenig höher. Hier ist die Batterie. Den Schalter legen wir um. Und schau einer, guck. Es wird hell in der Höhle. So, wir gehen mal noch ein wenig höher. Hier haben wir nämlich in dem Bereich die Beleuchtung für die fürs Cockpit. Und ich schalte es einfach mal an und siehe da, wir haben Licht. Ist ja nicht so wie bei arme Leute. Aber der Co-Pilot ist wieder die arme Sau, der sitzt so halb im Dunkeln. Wir haben mehr Licht. Nicht das Licht aus dem Meer, sondern eben etwas mehr Licht. So, jetzt kann ich auch wieder an meinem Schreibtisch Lichter machen, weil jetzt sehen wir ja auch mehr. So. Denn ich habe mir mal eine kleine Checklist vorbereitet und das wäre natürlich jetzt fatal, wenn ich, so wie es auch im reellen Flug ist, nach Checklist nicht arbeiten könnte. So, das nächste wäre Elektrik, Hydraulikpumpen. Sollten off sein, da schauen wir nochmal ans Overhead-Panel. Hallo? Ah, da tut sich was. So, die sind alles ausgeschaltet, das sieht alles ganz gut aus. Landing Gear. Warum auch immer, ist runtergefahren und so nicht auf Rädern stehen. Wahrscheinlich würden wir dann auf Holzklötzern stehen. Das kann ja in irgendwelchen anderen Regionen passieren, dass sie die Räder abschrauben und du auf Holzklötzern oder Ziegelstein stehst. Sollte uns hier eigentlich nicht passieren in Osnabrück und oder Münster-Osnabrück, gehe ich mal von aus, sind alles tolle Leute. So, dann schauen wir uns ganz kurz an, die Moment. Gar nicht so einfach mit den Tasten hier heute. Nein, da war er nicht. Da ist er. So, unser Schubhebel, er ist natürlich auf Normal oder auf Null geschaltet, wäre ja auch ein Unding, wenn nicht. Cut-off haben wir auch, die Treibstoffzufuhr ist unterbrochen. Das sieht auch alles ganz gut aus. So, dann schauen wir, als nächstes kommt denn im Overhead-Panel in dem unteren Bereich unten rechts Treibstoff. Da steht alles Low Pressure, ist alles soweit in Ordnung. Unser APU. Sprich, unser Hilfstriebwerk kommt nachher später zur Geltung. Als erstes brauchen wir jetzt erstmal Strom. Dafür nehmen wir uns die im FMC. Können wir uns das wieder aufrufen. Mit Shift F3 kommen wir da ganz schnell ran. Hier steht es auch Single FMC Operation. Das heißt, wir laufen auf eigener Batterieleistung. Das wollen wir natürlich nicht. Dafür gehen wir dann in dem Fall auf FS Action. Das wäre der 1, 2, 3, 4, 5. R5 im Prinzip, so wird es ja hier definiert. Und da haben wir jetzt einmal Full, da können wir unseren Treibstoff bestimmen, wie viel die Maschine geladen hat. Das ist auch ein ganz witziges Gimmick. Denn je weniger wir drin haben, je mehr hebt sich die Maschine, je voller sie wird, sinkt die Maschine. Also da haben sie echt was Feines gemacht. Payload ist natürlich die Beladungseinheit der Passagiere, die Paxe. Und eben einmal Cargo für die Post und Pakete und Koffer und weiß der Teufel was, und blinde Passagiere gehören auch noch dazu. Das ist dann so unsere schwarze Zahl. Für uns entscheidend ist erst die Ground Connection. Die ruben wir auf. Und da sehen wir es auch schon, die Wheelchucks. Das sind im Prinzip die kleinen Klötzer vor und hinter den Reifen, damit wir nicht wegrollen. Könnte ja sein. Es gibt auch ein ganz witziges YouTube-Video, wo gezeigt wird bei Glatteis im Sturm, wo sich die Maschine immer ganz dezent wegbewegt vom Gate. Und ein heldenhafter Bodenmitarbeiter, oder wie man es auch nennen mag, versuchte natürlich eine mehrere Tonnen Maschine mal so ganz entspannt mit einem Arm festzuhalten. Aber gut, er schafft es nicht, die Maschine rutscht trotzdem. So, wir werden jetzt aber die Ground Power aktivieren. Das ist Connection Removed, das heißt, sie ist jetzt gerade nicht vor Ort. Wir werden sie jetzt einschalten, damit wir nicht unsere Batterie leer fahren und am Ende denn dastehen und vielleicht noch irgendeiner mit einer Kurbel aus mittelalterlichen Zeiten die Kiste anschieben muss. So, hier sehen wir es auch, den kleinen Ground Connection Wagen mit der Kabelei und oder mit der Anbindung an die Maschine, dass sie ihre Spannungsversorgung bekommt und wir natürlich
auch demzufolge Spannung haben. So, im Overhead-Panel haben wir hier im mittleren Feld, hätte ich mal gesagt, relativ weit unten, einmal den Schalter Ground Power. Das heißt, wir werden den jetzt aktivieren mit einem Klick nach unten. Sehen wir es auch gleich. Hier zeigt er uns die Temperatur von unserem Treibstoff an. Es sind einige Lämpchen wieder ausgegangen. Andere haben sich bewegt oder angegangen oder wie auch immer. Und wir haben Spannung in der Maschine. Das heißt, sie wird jetzt über unseren Generator von außen betrieben. Das habe ich auch damals gehabt bei der Dash 8, dass wir den Ground-Generator so lange laufen lassen, bis wir die APU, sprich unser Hilfstriebwerk, einschalten, damit unsere Maschine startklar ist. So, des Weiteren kommen wir jetzt natürlich zu einem sehr wichtigen Punkt, die Prüfung unserer Warnsysteme, sprich, falls wir ein Problem mit unseren Triebwerken haben, sei es durch einen Bird Strike oder irgendwelche anderen Sachen, die sich im Triebwerk verirrt haben, sprich, unser Triebwerk brennt, wollen wir natürlich wissen, welches Triebwerk und was ist los. Dafür gibt es hier unten, steht es auch klein drauf, Test. Da können wir jetzt checken, einmal nach rechts geklickt, da sehen wir die APU, ist uns ausgefallen. Nach links schon, nach rechts schalten, sehen wir, dass unsere Triebwerke brennen oder eben das Feuerwerk, das Fahrwerk sich überhitzt hat, wird dann natürlich als Alarm angezeigt. Hier sehen wir dann nochmal auf der rechten Seite unsere Triebwerke, unsere Fahrwerke, drei Stück an der Zahl. Die können wir dann auch nochmal testen, rechts, links. Ich hoffe, das war jetzt richtig mit den Fahrwerken. Falls es falsch gewesen ist, korrigiert mich bitte, dann haben wir es richtig. So, hier sehen wir es auch bei der Parking Brake, die rote Kontrollleuchte leuchtet, schalten wir die Parking Brake weg, sprich die Bremse, geht die Lampe aus, wir schalten natürlich wieder ein, brauchen wir ja, ist wichtig. So, okay, die Parking Brake, das ist auch soweit in Ordnung, das Feuerwarnsystem. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, die Emergency Arms, das sprich, wir müssen dafür natürlich sorgen, dass im Notfall die Beleuchtung funktioniert, schalten wir auf Arm, somit ist er in Rufbereitschaft. Deckel runter, sehen wir, ist alles in Ordnung, die Kontrollleuchte ist ausgegangen, alles fein. So, als nächstes kommen die Signs ran. Die Signs sind natürlich unsere Anschnallsignale und nicht Rauchen. Heute ist ja so, dass Rauchen grundsätzlich verboten ist. Von daher gibt es hier einmal Off, Auto, On. Hier gibt es nur noch die Position Off und Auto. Und Fasten Seatbelt, also sprich unsere Anschnallsignale, können wir auf Auto schalten oder eben auf On. So sind sie dauerhaft auf Auto, schaltet er sie rein theoretisch automatisch ab, sobald wir auf einer Weisungsflughöhe sind und auf einem Steigungswinkel sind, der keine Probleme mehr darstellt. So, des Weiteren werden wir uns natürlich jetzt auch nochmal um die Abluft kümmern. Die haben wir hier, da ist er, hier oben, die Receive Circulation Fan, sprich die Abluft. Dass auch das funktioniert, die wird natürlich automatisch auf Auto gestellt und die Engine Bleeds, die schalten wir auf Off. So, APU ist natürlich klar, die brauchen wir, denn das ist ja unsere Druckluft oder sprich hier der komplette Bereich ist unsere Klimaanlage, denn APU Bleed, sprich unser Hilfstriebwerk braucht ja auch irgendwo ein wenig Holz, wenn wir sie starten, wo wir natürlich jetzt auch zu dem Bereich kommen. Normal würde es jetzt so sein, dass die Passagiere anfangen zu boarden, sprich sie steigen ein und die Kollegen machen sich jetzt auch langsam fertig, rücken die Zeitung zurecht und treten jeden Passagier in seinen Sitz, der da nicht reinpasst. So, jetzt wollen wir natürlich zusehen, dass wir unsere APU gestartet kriegen, damit wir unser Hilfstriebwerk haben, dass der Generator weggeschoben werden kann, denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man noch lange Wartezeiten hat, weil die Triebwerke oder besagt, die ganzen Gerätschaften alle noch entfernt werden müssen, haben wir natürlich keine Lust drauf, wollen wir nicht haben. So, jetzt muss ich aber eben mal ganz kurz gucken, auf Auto, nee, das war es nicht, achso, genau, Klimaanlage läuft ja noch nicht, normalerweise könnten wir sie über die Ground Connection mit einschalten, dass die Klimaanlage schon läuft, aber da noch keiner weiter an Bord ist, starten wir jetzt die APU und dann kommt auch unsere Klimaanlage für die Maschine wieder in Bewegung. Und das werden wir dann auch sehen. So, jetzt haben wir den APU. Die APU ist im Prinzip der Bereich, den wir ja auch hatten, unterhalb der Ground Power. Und hier haben wir auch in der Mitte, denn zwischen den Triebwerkswahlschaltern, der Beleuchtung
und unsere Außenbeleuchtung, sprich Landebeleuchtung, Runway-Licht und Taxi, haben wir hier auch unsere APU, sie steht momentan auf Off. Wir schalten einmal auf Start, da kommt dann oben beim Treibstoff natürlich gleich die Meldung Low Pressure, was sich allerdings ergibt, nachdem wir, da haben wir es auch, also zu geringer Öldruck im Prinzip, ergibt sich, sobald der Druck in der Anlage steigt, der Zeiger unterhalb wird sich gleich bewegen, da macht das auch schon, er steigt ungefähr auf zwischen 6 und 8 Bar, fällt dann zurück, bei 4 Bar bleibt er stehen, jetzt ist er ausgegangen, hier sehen wir es, und wenn es dann so auf 4 Bar zurückgesackt ist etwa, dann leuchten hier oben beim Bus, sprich bei der APU, im Prinzip unser Generatorschalter, dass wir sagen können, alles klar, du kannst umschalten auf die APU und die Ground Connection abschalten, und da werden wir auch im FMC dann den Generatorwagen im Prinzip abbestellen. So, da haben wir das Apogen auf Bus, da klicken wir einmal hier rauf, einmal darauf, und jetzt wird die Maschine direkt über die APU versorgt. Wir sehen es daran, dass hier die beim Displays im Prinzip alle anbleiben. Normalerweise würden zwei Displays auch beim Co-Piloten ausgehen, woran wir erkennen, wir haben einen Fehler begangen. So, wir schalten jetzt die Electric Power aus mit einem Rechtsklick, sie ist jetzt abgeschaltet und die Maschine läuft jetzt wirklich über ihre eigene Energieversorgung und über den Treibstoff, den wir an Bord haben. So, um das auch zu gewährleisten, nehmen wir jetzt die Ground Correction, hier haben wir es auch. So, Dual haben wir natürlich, es laufen ja alle wieder. Die Ground Connection nehmen wir jetzt raus, ist removed. Den schließen wir wieder, weil den brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Und wir schauen uns jetzt nochmal das Overhead-Panel an. Da sehen wir jetzt auch, die Kontrollleuchte beim Overhead-Panel ist ausgegangen für Ground Power. Das heißt, wir laufen jetzt wirklich über die über das eigentliche Hilfstriebwerk, was am Flugzeug im Heck hängt. Besorgen uns den Strom oder wie auch immer. So, APU Bleed schalten wir jetzt ein. Die ist schon eingeschaltet, denn die brauchen wir ja. Und wir sehen es auch hier, die Klimaanlage läuft. Das heißt, die Fluggäste kriegen natürlich angenehme Luft. So, den schalten wir noch mit dazu. Da können wir auch ausschalten, wie auch immer. Beim Start der Maschine ist natürlich nachher wichtig, dass sie ausgeschaltet sind. Und der Isolation Wave Close, die bleibt auf Open. Ansonsten kriegen wir die Maschinen gar nicht an. Da kriegen sie gar keinen Druck auf die Triebwerke, dass sie ordentlich mit Sauerstoff versorgt werden. So, des Weiteren gucken wir uns jetzt doch nochmal das Overhead Panel ein wenig an. Den JAF-Dumper. Der JAF-Dumper ist im Prinzip nur dafür zuständig, dass wir hier, wenn wir fliegen, die Maschine nicht nach rechts oder links dreht, sprich, da sie ihren Kurs hält und auch im Prinzip alles so ein bisschen vereinfacht. Hier sehen wir natürlich das Kontrolldämpchen, das sollte auch gleich aus. Warum geht denn die Maus? Bin ich denn doof? Gut, dann sind wir noch nicht so weit, dann will sie noch nicht so richtig, weil wir was vergessen haben, bestimmt. Ich mache immer als erstes dann auch die Treibstoffpumpen an. Schaden kann es nicht. Jetzt gucken wir mal, ich glaube, das hat auch was mit den Treibstoffpumpen damals zu tun gehabt, wenn wir nicht alles so schneiden. Hat es nicht. Vielleicht liegt es auch woanders dran, keine Ahnung. Ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt einfach erstmal an und machen uns bereit dafür, dass wir auch die Navigation am Start haben, denn sie ist ja noch nicht aktuell da und sie sollte natürlich, das suche ich gerade, da ist er, sollte natürlich auch funktionieren. Dafür haben wir hier natürlich den Bereich der IRS oder Iris, sage ich mal dazu, die drehen wir alle beide Knöpfe für rechts und links einmal auf NAV, auf Navigation. Origin steht hier da, sie wartet jetzt natürlich drauf auf Befehle. Dafür rufen wir wieder das FMC auf, gehen auf Menü, klicken hier FMC an und er mault gerade NAV Data out of date. Das heißt, wir sind nicht mehr aktuell. Man kann natürlich schauen, hier haben wir die Ident. Das Modell ist die 737-600, mit der wir unterwegs sind.
ja, Engine Rating, keine Ahnung, 22 Kilobyte wahrscheinlich oder irgendwas. Auf jeden Fall wichtig ist NAV Data. Enter Iris Position, da mault er auch schon rum. Das kommt doch gleich. Hier haben wir die aktuelle ARAC, die gibt es bei NAV Data. Das ist im Prinzip nichts anderes als unsere ja, Liste für die Fliegerei, wenn wir das FMC programmieren. Für die Wegpunkte und so weiter scheint sich ja auch gelegentlich zu ändern. Oder eben die Sitstars, die Anflüge und die Abflüge von den Flughäfen. Und meine ist von 14.05, also Mai 2014. Hier steht es auch. Mai, May, Englisch Mai, ne, ist klar. Und eben 2014 und Monat 05, also Mai 2015. Sie ist relativ aktuell. Ist jetzt, glaube ich, auch gerade aktuell die neueste rausgekommen. Wer sie braucht, holt sie sich. Ansonsten funktioniert es auch so. So, hier ist jetzt natürlich Position. Hier haben wir sie auch. Jetzt möchte er natürlich wissen, genau wo wir stecken. Hier haben wir Friends Airport. Wir sind natürlich in Münster-Osnabrück. Also das Kürzel EDDG. Das geben wir ein. Ein Gate können wir machen, brauchen wir aber nicht. Ich habe das Gate jetzt auch nicht im Kopf, wo wir stehen. Haben wir auch hier hinter gleich hinter dem Flughafen dann die Koordinaten. 52 Grad, 8 Minuten und 1 Sekunde. Östliche Breite, 7 Grad, 41 Minuten und 1 Sekunde oder irgendwie sowas in der Richtung war es mal. Die fügen wir jetzt hier ein, indem wir einmal raufdrücken. Er hat sie genommen. Und jetzt sehen wir hier auch, die Kontrolllämpchen oben sind alle ausgegangen. Er zeigt uns hier oben auch ein paar Daten an. Und unsere Anzeigen, sprich unser künstlicher Horizont und unser FMC, das läuft auch alles einwandfrei. Da haben wir auch keine Probleme mit. Das geht soweit. Und ist auch fein. So, jetzt schauen wir nochmal. Es kann sein, dass wir jetzt unseren JAV-Dumper einschalten können oder auch nicht. Jetzt ist er da. Also erst die Iris programmieren und danach können wir den JAV-Dumper einstellen. Denn jetzt funktioniert das System soweit auch ordnungsgemäß. So, dann schauen wir uns mal, checken wir noch das Fuel System Panel an. Das ist hier unten mit den Hydraulikpumpen und so weiter, den Fuel Pumps. Ich habe sie eingeschaltet. Ob sie eingeschaltet werden müssen, weiß ich nicht, aber ich gehe mal ganz stark von aus, man sollte sie auch so langsam einschalten, denn wir werden ja dann auch demnächst die Triebwerke starten, sobald wir unser FMC programmiert haben, sprich unseren Flug, oder wir machen einen IFA-Flug, der hier von sinnvoller oder sinnvoll wäre, wenn wir ihn grob hier unten im FMC einprogrammieren. Oder wir lassen es einfach komplett bleiben und machen es über den Flugsimulator, über den Flugplaner. Denn der sagt uns ja dann auch eben genau an, welche Höhe, welchen Kurs wir fliegen müssen, halt die Geschwindigkeiten, die müssen wir dann selber einstellen und so regulieren, dass wir dann halbwegs sicher runterkommen. Aber als kleine Unterstützung ist es doch immer sinnvoll, dass man das FMC einprogrammiert oder mit einprogrammiert. Macht die Sache etwas leichter, wenn man nachher dann im Anflug ist. Und auch den IRS-Anflug oder zumindest, dass man, wenn man eine IRS-Bahn hat, den Glidescope, also sprich den Landekurssender eingeben kann. Aber dazu kommen wir später, wenn es dann soweit ist. Das wäre jetzt zu viel des Guten. So, dann schauen wir mal ganz kurz an die Beleuchtung der Maschine. Denn auf dem Boden ist ja grundsätzlich so, dass man die Navigationslichter nur anhat. Beim Start, na, wird es bald... Oh ja, er ruckt. Das ist ein Traum heute. Ich glaube, ich werde meinen Traffic wieder rausschmeißen. Das frisst mir doch den Speicher zu sehr weg, denn ich habe auch momentan keine Lust, mir eine neue CPU zu kaufen oder einen neuen Speicher zuzulegen, denn ich bin eigentlich ganz gut dabei. So, auf der rechten Seite unten haben wir die Beleuchtung, die Logos, Position und Strobe, sprich unsere Blitzlichter, Antikollision, Wings und Wheels, die Wheel-Well-Beleuchtung. Antikollisionen sind natürlich unsere, eigentlich die Bacon, sprich die roten Rundumleuchten und unten Rundumleuchten. Die kommen aber erst, wenn wir die Triebwerke starten. Vorher reicht es vollkommen aus, wenn wir die Navigationsbeleuchtung anhaben. Da können wir uns mal draußen die Maschine angucken. Da sehen wir es auch. Das ist das Schöne bei der PMDG. Du siehst es, den grünen und den weißen Punkt. In dem Falle hier auch. Gehen wir nochmal einfach mal kurz rein, die Beleuchtung. Schalten wir doch einfach mal die Antikollisionslichter auch nochmal ein. Dann sehen wir es hier auch, dass die roten Blitzlichter leuchten.
Und sobald wir uns auf die Startbahn begeben und wir die Startfreigabe bekommen haben, werden die Beleuchtung und die Leuchtmittel dort auf Strobe, auf stroboskopisches Licht umgeschaltet. Dann sehen wir das, dass die Maschine blitzt und blinkt. Die brauchen wir natürlich für den Flug, das ist Vorschrift. Wenn das jemand weiß, warum genau das so extrem wichtig ist, kann er sich gerne melden. Schreibt es rein in die Kommentare. Man lernt immer dazu und man will ja auch nicht dumm sterben. So, die Stroboskop-Lights schalten wir auch wieder auf. Beim FS Passenger zum Beispiel kann man das ja einstellen, dass man Minuspunkte oder bestraft wird dafür, wenn man die Beleuchtung falsch eingeschaltet hat. Dann gibt es da ordentlich Abzug, wie zum Beispiel eben die Landing Lights. Wenn man sie nicht bei 10.000 Fuß abschaltet, dann gibt es natürlich ordentlich Minuspunkte. Habe ich auch schon mal gelesen, dass einer mit der Beechcraft geflogen und hatte dann eben das Problem, dass er auch bei Geschwindigkeiten unter 10.000 Fuß, heißt es ja die Obergrenze 240 oder 250 Knoten, und er hatte Rex als Wetterprogramm, und da sein Rechner scheinbar nicht der allerfixeste war, jedes Mal beim Update des Wetters ist die Maschine extrem schnell geworden, ist dann auf, weiß ich nicht, 180 Knoten oder irgendwas angestiegen. Die Beechcraft ist ja nicht die extrem schnellste oder 200 Knoten. Und er hat natürlich dafür ordentlich Punkte gekriegt. Für seine Flüge, die er gemacht hat, stand immer drin, hat er so um die 200 Punkte gekriegt. Und für das Überschreiten der Geschwindigkeit hat er 600 Abzug gekriegt. Im Prinzip war seine Chance äußerst gering, überhaupt Punkte zu sammeln mit der Büchse. Ärgerlich, aber so ist das. So, des Weiteren bleiben wir natürlich im Overhead-Panel. Da gibt es ja noch einige Sachen einzuschalten. Zum Beispiel, was haben wir denn da? Tum tum, dildum dum, ding dong. Windows Heat, die Scheibenheizung, befindet sich natürlich hier oben. Da haben wir sie, die Windows Heat, die sind alle abgeschaltet. Die schalten wir natürlich auch auf On. Aber ich schalte sie nochmal auf Off. Denn vorher wird natürlich grundsätzlich die Probe gemacht, der Test, alle Lämpchen leuchten. Also können wir die unbedenklich einschalten. Und müssen nicht Angst haben, dass vielleicht ein Leuchtmittel dort oben kaputt ist und es nicht funktioniert. Propeat, die bleiben aus. Hier haben wir sie auch, die stehen noch auf Off, die werden dann später zugeschaltet. Dann haben wir Anti-Eis, bleibt auch aus, denn wir haben ja schließlich keinen Winter, wo sie notwendig sind. Dass eben irgendwelche Staurohrbeheizungen oder die Scheibenheizung oder irgendwelche anderen elektronischen Systeme angeheizt werden müssen, damit sie noch nicht zufrieren oder wenn sie zugefroren sind, wieder auftauen. Das Hydraulikpanel, das befindet sich natürlich auch nach wie vor im Overhead-Panel. Hydraulikpanel befindet sich in der Mitte, genau hier. Checken wir, sieht ganz gut aus. Gibt es keine Ausfälle, alles leuchtet. Dann die, was haben wir denn noch? Das Air Condition ist, wie gesagt, soweit alles aufgeschaltet durch die Republik, läuft die Klimaanlage. Die kommt dann natürlich erst später rein. Ich war schon ein bisschen voreilig. Isolation Wave ist auf Open, ist hier in der Mitte. Da sehen wir sie, die sollte auf On sein. Auf Open sein, haben wir. Ride Pack ist, wo haben wir das Ride Pack? Muss ich hier mal gucken, hier Left and Right. Right geht auf Automatik, so wäre sie aus. Und wir haben sie auf Auto, das ist auch korrekt. Dann haben wir den Druck. Der Druck befindet sich hier unten. Das ist der Druck im Flugzeug. Der ist auf 0, das ist klar, weil wir es gerade auch nicht fliegen. Das ist in Ordnung. Hier neben sehen wir dann natürlich Auto und Landing Alt oder Flight Altimeter. Da schalten wir nachher die Höhe ein, auf der wir fliegen wollen. Wir können bis zu 42.000 Fuß hochgehen oder eben bis minus 1.000 Fuß. Aber wir sind momentan auf 0. Das wird sich nachher zeigen, wenn wir dann später unseren Flug machen, auf wie viel wir den einstellen. Und eben den Landing Altimeter wird eingestellt auf den Bereich, wo wir nachher am Ende landen. Auf wie viel Meter Höhe oder auf Fußmeter Höhe wir uns befinden. Fußhöhe befinden, so. So wird er dann eingestellt, damit der optimale Druck im Flugzeug ist. Ansonsten können wir es riskieren, dass natürlich die Passagiere Trommelfellplatzen kriegen oder sonst dergleichen irgendwas wegplatzt oder Silikonbrüste explodieren. Man weiß es nicht. So, Landing, das hatten wir gerade, denn die Außenbeleuchtung haben wir auch, die Exterior Leuchten
sind auch alle soweit eingeschaltet, hatten wir ja schon. Das war es soweit. Also im Prinzip ist die Maschine jetzt soweit startklar, dass wir das FMC programmieren können, wenn wir es brauchen oder eben uns auf unseren Flug vorbereiten und wir dann die Maschine startklar haben, um zu fliegen. So, ich hoffe, euch hat es ein wenig gefallen und auch ein wenig weitergeholfen. Ich wünsche euch von meiner Seite einen wunderschönen Tag noch und für all diejenigen, die noch Ferien haben, genießt die Ferien. In Berlin sind es die letzten 3 Wochen jetzt. Ich habe jetzt noch eine Woche Arbeit vor mir, werde mich dann in meinen wohlverdienten 2-wöchigen Urlaub nach Dänemark verabschieden. Werd bis dahin natürlich noch einen Flug machen von Münster, Osnabrück nach, wo ihr hin wollt. Macht's ihr am besten mal was so, ihr entscheidet, wo ich hinfliegen soll. Aber nach Möglichkeit macht einen relativ kurzen Flug, da ich dir vielleicht sogar in 1 oder 2 Folgen packen kann, damit das nicht sich so extrem in die Länge zieht und wir auch unseren Spaß bei haben, denn ich muss auch erstmal wieder auf Touren kommen. Ich muss meine Triebwerke auch erstmal wieder heiß laufen lassen, damit wir an gewohnter Stelle den Spaß, den wir eh immer hatten, auch weiterläuft. Auf die Frage nochmal hin, wann Multiplayer kommt oder ob ich einen Multiplayer-Flug mache. Im Moment bin ich nicht so gewillt, einen Multiplayer-Flug zu machen. Das heißt, ich werde auch nach wie vor erstmal keine Flüge mit Nacheule oder Finus durchführen. Ich will mich jetzt erstmal im Moment auf Mainz konzentrieren. Ich kann nur so viel sagen, im September habe ich ein wichtiges Gespräch, was meine Vergangenheit angeht. Und bis dahin wird es definitiv keine Multiplayer-Flüge geben. Ich werde maximal was aus meinem Repertoire vorgreifen. Ich habe auch noch ein paar Flughäfen da, dass ich mich jetzt erstmal wirklich nur um mich kümmere und natürlich um euch. Aber Multiplayer-Flüge wird es definitiv erst einmal nicht geben. Das schon mal vorher weggesagt und da werden dann nach Eule und Finus im Moment erstmal alleine klarkommen müssen. Die Eurotour wird erstmal, wie schon gesagt wurde, auf Eis gesetzt. Und ja, also wie gesagt, ich wünsche euch natürlich einen traumhaften Tag noch, einen schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, je nachdem wann ihr es seht. Und genießt die Ferien. Im Laufe dieser kommenden Woche werden natürlich noch der Flug kommen und dann schauen wir weiter, weil wie gesagt, ich bin ab Freitag im Urlaub. So, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Bleibt mir treu. Schön, dass ich wieder da bin. Ich freue mich selber auch. Ihr werdet euch sicherlich hoffentlich auch freuen. Und wir sehen uns demnächst. Bis dann. Tschüss, bye bye. Euer Egon.